Ja, hallo wieder einmal zu einer weiteren Folge des Spannenden. Wir klettern auf Türme rauf, springen von denen runter und versuchen irgendjemanden Platz zu machen. Wir sehen ja, dass es hier fleißig noch zu tun gibt. Wir haben jetzt so einen entdeckt, der möchte uns ein bisschen Informationen preisgeben. Glauben wir jetzt zumindest. So, das heißt, dann treffen wir uns doch mal mit dem. Wenn es denn hier irgendwie direkt reingeht. Ich hoffe es ja so ein bisschen. Hallo, alles in Ordnung, ich will hier nur vorbei. Ah ja, da geht's rein. Ah. Da ist er, genau. Oh, hier ist eine Fahne, hier ist eine Fahne. Ich sammle sie ja eigentlich eh nur so aus Jux und Dollerei, weil durch dummen Zufall, wenn man mal eine sieht, ne, so nach dem Motto, können wir sie ja mitnehmen. Sonst eher nicht. Wer kommt drauf jetzt? Na gut. Friede sei mit euch. Na. Ihr wollt sicher Informationen über die Stadt. Jetzt habe ich gerade keine Zeit. Ach, echt nicht? Ich muss einige Flaggen finden, die aus unserem Versteck im Nobelviertel von Damaskus entwendet wurden. Mein Gott. Aber in dieser Hitze tragen mich meine Beine nicht mehr. Oh, wie schlimm. Würdet ihr mir helfen? Ja, natürlich. Kommt mit den Flaggen wieder und ich werde euch nach Kräften helfen. So, das ist jetzt hier dieses Rennen. Ah, ja, ich laufe hier durch die Gegend wie ein beklopptes Reh. Doch nur bekloppte Rehe laufen hier so doof rum. Schubidubidum. Los, komm schon, kletter ruf da. Genau. Das geht jetzt, glaube ich, noch, weil das erste ist dieser Art. Aber normalerweise sind die zeitlich sowas von knapp. Da hätte ich nämlich das schon vergessen können mit diesem Riesenpatzer, den ich jetzt eben hatte. Ich versuch's mal. Vielleicht habe ich auch nicht mehr Glück. Das kann auch sein. Wir probieren es einfach. Ne? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So. Ist alles in Ordnung, alles okay, so. Wir haben es geschafft, jetzt kann ich schnell zu dem zurück. Dann freut er sich, weil das ist auch noch, ne? Man muss dann halt noch zu der Person zurück. Oh, danke. Der Rat wird sehr froh sein, diese Flaggen wiederzusehen. Super, alle Flaggen eingesammelt. Ich frage mich, ob euch diese Information nützen könnte. Ich weiß nicht. Ich wurde von Abul auf eines seiner Feste eingeladen. Ich bemerkte, dass der Springbrunnen im Zentrum des Palastes leicht zu erklimmen wäre. Oh. Nutzt diese Informationen weise. Okay. Nun muss ich gehen. Bitte entschuldigt mich. War schon vollkommen in Ordnung. So, Nachforschung beendet. Man kann auf den Brunnen in der Mitte des Palasthofs klettern. Und wir sehen, oder wir merken jetzt vielmehr, wir brauchen doch... Ah, okay, wir brauchen eigentlich keine Informationen mehr. Wir haben jetzt genug... Ach so, oh, da darf ich gar nicht lang. Verdammte Axt. Jetzt wird's kompliziert, denn dadurch, dass ich da nicht lang darf... ich kann nur gucken, dass ich hier lang renne. Ja, genau. Und dann halt... Ach du Scheiße. Lass mich in Ruhe. Nein! Geh weg! Geh weg einfach, nur! Nack! Warum stehen denn hier auf einmal so viele rum? Das kostet dich deinen Kopf. Das kostet dich noch viel mehr, mein Freund. So, gucken wir doch gleich mal, dass wir vielleicht irgendwo schnell hochschaffen. Oh, Gott sei Dank. Puh. Ich hatte gerade schon so... Ah, nein. Vor allem, da sind noch richtig, richtig viele, ne? Eieiei, da kommen sie an. Aber in diesem Moment sind wir safe. Und hier können wir auch hochklettern, okay. Okay, okay, okay. Ich versuche das mal hier noch zu... Warte mal. Ja, das ist natürlich der Falsche. Ach egal, dann soll es mir wirklich egal sein. Dann gehe ich lieber, bevor ich noch zu viel riskiere... Würde ich sagen, gehen wir dann halt straight dahin. Übrigens, es gibt Erfolge, wenn man alle möglichen Türme erklommen hat und da halt runtergesprungen ist, gibt es halt einen Erfolg dafür, dass so viel sei gesagt. Wir legen da jetzt nicht so viel Wert drauf, wir wollen einfach nur das Spiel so an sich spielen und
und so ein bisschen durcharbeiten. Jetzt, dass ich mich ein bisschen rascher durch den ersten Teil durcharbeite, hat einfach damit zu tun, hier ist halt viel mit Sammeln. Man muss viel von A nach B laufen und ich glaube, das wäre, also wenn man spielt, ist es wesentlich angenehmer, als wenn man es zeigt. Und ich weiß ja, dass die anderen Teile dann noch ein bisschen angenehmer anzuschauen sind. Ja, kann man das so sagen? Ja, doch, kann man so sagen. Und jetzt hier bei dem Teil versuchen wir einfach erstmal nur die Story so durchzukriegen. Wer darauf mehr Lust hat, das Ding gibt es mittlerweile sowas von spottgünstig. Also holt es euch einfach und dann könnt ihr euch die restlichen Sachen auch reinziehen. Das ist auch so ein bisschen, wo ich das mache, damit ihr halt auch noch so für euch die Sachen entdeckt und vielleicht das eine oder andere an zusätzlichen Dingen auch noch so sehen könnt. Abul Nukut ist korrupt und dass man nicht alles durch ein Let's Play verrät, ne? Das muss doch nicht sein. Die für das Volk von Damaskus bestimmt waren und sie für sich selbst verwendet. Deshalb könnte ich zum Beispiel die ganze Zeit brabbeln, einfach nur um diesen Dialog untauglich zu machen, damit ihr dann das auf jeden Fall euch kaufen müsst, damit ihr wisst, was denn da überhaupt erzählt wurde. Dass ich dort bin. Sehr beeindruckend. Also ziemlich mies. Freund. Die anderen sagten, ihr würdet es verderben, aber nicht ich. Nein. Ich war sicher, dass ihr zu ihm durchdringen würdet. Ja, natürlich. Und das seid ihr. Meine Gemächer sind die euren, bis ihr bereit seid zuzuschlagen. Juhu! Tja, nehmen wir mal die Feder mit. Spule vor zu Abschluss. Das nächste Attentat, dann bleiben noch zwei übrig. Ja, dann sind wir auch bald am Ende. Denn storytechnisch ist der erste Teil nicht so lang. Er punktet halt dann durch die ganzen Nebenmissionen, die man hat. Und das sind ja dann doch nicht gerade wenig. Ich glaube, wir müssen wieder zu dieser Festung, wo wir eben waren. Mal gucken, wir können versuchen, über die Dächer zu gehen. Wobei ich glaube, dass das nicht so von Erfolg gekrönt sein wird durch die ganzen Wachen, die hier stehen. Ja, da hinten sehen wir es, ne? Da ist dann schon wieder einer. Ups. Ah, es ist cool, es ist so intuitiv, wie er hier so langläuft. So, total geil. Ach ja, so macht's Spaß. Halt, wir können da trotzdem hoch. Nein, nicht da lang. Hier hoch, komm. Oh, hochziehen, ja. Und da darüber. Geht doch. Ja, ich hab's gesagt, ne? Es geht. Oh, da hinten ist Flagge. Flagge. Komm mal her. Tschick, tschick, tschick. Sehr schön. Man sieht bloß immer so wenig, wenn er halt diese Flaggen sammelt. Das ist ein bisschen nervig. Ja, genau. Schön abgestoßen an der falschen Stelle. Ah, komm, los. Alter, ihr, wir wollen noch ein bisschen was machen. Schnell weg, bevor diese Wache mich entdeckt. Ich bin schon mit ihren Dieben die ganze Zeit. Also es muss echt schlimm sein, ne? Gut, okay, ich sag mal so, wenn es so schlimm ist mit Dieben, dann hat das ja eigentlich nur zu bedeuten, dass wahrscheinlich der Großteil der Bevölkerung Armut und Hunger lebt. Und deshalb halt auch so viel geklaut wird, ne? So, je größer das Elend unter der Bevölkerung, desto schlechter geht's den Menschen. Ganz einfach. Relativ simpel, denke ich mir. Das heißt, muss ich gucken, dass ich irgendwie raufkomme. Also ich bin auf jeden Fall überwachen. Habt ihr genug von schlechten Waren? Na, ich bin eigentlich zufrieden mit meinen schlechten Waren. Eine milde Gar stirbt die. Wenn ich die jetzt platt mache. Nee, ist dürfen. Warum tut ihr das? So, oh, sehr schön. So. Oh, ei. Na komm schon, los. Ah, verdammt falsch. Knopf nicht rechtzeitig gedrückt, habe ich jetzt gelernt, ne? Oh, sehr schön. Ui, oh, nochmal. Ei, arg. Das hat wehgetan. Und, komm schon. Ja, schön. Ach, so, dann haben wir es. Dann können wir hier mit ihr sprechen. Hallo. Ich danke euch. Ich danke euch. Gerne, gerne. Ich werde diesen Gefallen zurückziehen. Das schwöre ich. Ah, sehr schön. So, wir sehen einen von 10 Bürgern im Nobelviertel retten. Wir haben jetzt gerade mal einen gerettet. Das ist doch nicht so dramatisch. Ich stelle mich mal hier in die Mitte.
Ihr könnt auch mich killen. Und belässt mich dann in anderen. Genau, die halten ja dann wen auf, ne? Wenn dann halt hier jemand mich verfolgen sollte oder so. Bringt mir jetzt allerdings auch hier nicht so viel, denn ich muss trotzdem klettern. Aber wer weiß, wofür es später gut ist. Wenn ich vielleicht fliehen muss oder sowas, könnte das der entscheidende Pluspunkt sein, der mir gefehlt hat. Mal gucken, wie aufs Dach. So, hat er erstmal eben zu Tode gestürzt. Genau, das passiert öfters mal. Ups. Gucken, jetzt haben wir hier einen Garten von irgendwem, irgendwo. Sieht natürlich cool aus, ja, muss man ganz ehrlich sein. So, okay, das ist ein Brunnen. Ah, nein, nein! Ah, ich kann doch nicht schwimmen. Aber 11 von 100 Sarazenen, Flaggen, also das wenn sie entdeckt wurden, schon wieder heftig. Einige ihrer Verfolger, um leichter zu entkommen. Und toll, ich darf hier wieder anfangen. Yay, klasse. Ich war ja auch überhaupt nicht happy, dass ich den Weg schon erledigt hatte, ja? Weil der war ja so angenehm. Das wurde die Stadt Leben Gotten. Hört sich so franzosenmäßig an. Ja, dann müssen wir eigentlich sofort eingreifen und sofort diesen Typen platt machen. Aber nun gut, wir haben eine dringende Mission vor uns, die da unserer vollen Aufmerksamkeit bedarf. Halt, wir warten kurz, bis er da weg ist. Genau, ja. Brav macht er das. So, schnell. Kommt los, Alter, hier. Lauf, lauf. Schnell. Hat. Puh. So, dann schnell hier hoch, habe ich gesagt, ne? Was? Geld für dich? Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte! Mir folgt einem falschen Gott. Ketzer. Das ist auch wieder gut, ja, weil er einem anderen Gott folgt. Ihr seid. Wow, schön hier aus der Luft heraus. Gut, jetzt muss ich gucken. Nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Echt? Sicher? Das muss geschehen. Ja, aber nicht mir, sondern ihm. So ist das manchmal, ne? Ja, warum sollte es auch schon? Gut, hier oben können wir nicht lang, haben wir schon gesehen. Da sind zu viele. Und ich bräuchte garantiert so ein paar Wurfpfeile oder sowas. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich noch welche davon habe. Das heißt, wir gehen einfach hier lang. Was? Da wirft ihr mit einem Stein nach mir. Au! Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. War die jetzt sauer, weil wir ihr kein Geld gegeben haben oder weswegen? Also wahrscheinlich hat sie deshalb damit Stein geworfen. Das ist das, was ich meinte, ne? Die Bettler. Ja, ich gehe ja schon. Ah, ich muss aufpassen wegen den Wachen. Weil ich dafür glaube ich gar nicht sein. Oh oh. Das war jetzt gefährlich. Das ist ja das, was ich meine, ne? Die werden nicht auf dem Radar angezeigt. Muss man jetzt schon aufpassen dann. Komm, ich. Oh, bitte lass mich hier hochkommen. Bitte. Nein! Das kann nicht wahr sein. Ach. Und hier ist Wasser. Na, tolle Wurst. Und hier ist auch nichts. Das heißt, ich komme jetzt hier wahrscheinlich auch nicht auf diese Mauer hoch. Ja, ich habe diesen. Zumindest das hier kaputt gemacht. Sehr schön. Da freue ich mich doch jedes Mal so. Hey, toll, habe ich das kaputt gemacht? Da kommen die Wachen an. Okay, das heißt, ich werde von hier oben runterspringen, wenn die nah genug sind. Dass ich hier abkürze, damit die mich nicht sehen. Und ich dann nicht doch noch Ärger kriege von denen. Denn das muss jetzt wirklich nicht sein. Also ich, klar, ich könnte es... Oh, ich könnte mich mit denen anlegen. Puh, das war knapp. Da kommt die nächste Horde. So, gut, okay, jetzt sind wir sicher. Ihr seid hier nicht erwünscht, ja. Geht einfach mal weg. Ich kümmere mich dann schon um meine Sachen. Ah, sie sind viele auf Patrouille.
die eine riesige Truppe da oben, die jetzt eigentlich gleich wieder zurückkommen müsste. Nee, die laufen noch hoch. Die laufen wieder zurück. Okay. Wir müssen hier ganz vorsichtig sein, ey. Puh. Und da sind wir. Vorfahrenerinnerung synchronisiert. Aufnahme gestartet. So haaremäßig hier, ne? Lauter Frauen, die als Objekte benutzt werden. Ja, drauf hat sie es mit dem Bauchtanz. Also schön anzusehen ist das ja auch, ne? Oh. Was ist denn hier? Das ist er, oder was? Mann, ist er hässlich. Willkommen! Willkommen! Danke, dass ihr heute meine Gäste seid. Ja, schon in Ordnung. Bitte esst, trinkt und genießt die Annehmlichkeiten, die ich euch biete. Lasst euch Zeit. Ich warte. Oh, Wein oder was? Ich denke, alles ist zu eurer. Wie dekadent, ey. Wie dekadent. Das ist so Hammer. Gut, gut. Es freut mich, euch alle so glücklich zu sehen. Denn dies sind dunkle Tage, meine Freunde. Boah. Und wir müssen unser Glück genießen, solange wir können. Ah, recht hat er eigentlich. Der Krieg droht uns alle zu verschlingen. Salah al-Din streitet tapfer für seinen Glauben und ihr seid immer da, um ihm zweifellos beizustehen. Eure Großzügigkeit erlaubt ihm, seine Kampagne fortzusetzen. Einen Trinkspruch also. Okay. Auf euch, meine Freunde. Ihr habt uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Mögt ihr die angemessene Belohnung dafür erhalten. Das sieht sich irgendwie so komisch an, als ob dieser Wein vergiftet ist. Freundlichkeit. Ich habe sie nicht erwartet. Ihr, die ihr so schnell über mich gerichtet habt. Und auch so hart. Oh, okay. Tut nicht so unwissend, haltet ihr mich für einen Narren? Jetzt kippt es, glaube ich, langsam. Höre, was ihr hinter meinem Rücken redet? Doch, ich höre. Und ich glaube, dass ich es niemals vergessen kann. Aber darum habe ich euch heute nicht gehört. Nein. Ich wünsche mehr von diesem Krieg zu reden und eurer Rolle. Okay. Ihr gebt euer Geld so schnell, obwohl ihr genau wisst, dass es den Tod Tausender bezahlt. Ihr wisst nicht mal, warum wir kämpfen. Für das heilige Land, sagt ihr. Oder wegen der bösen Vorhaben unserer Feinde. Na ja. Aber das sind Dinge, mit denen ihr euch selbst belügt. Nein, ich weiß nicht, ob man sich da belügt, oder? Die Ohren aus Angst und Hass. Es stört euch, dass sie anders sind. Und es stört euch, dass ich anders bin. Mitleid, Gnade, Toleranz. Diese Worte bedeuten euch allen gar nichts. Oh, okay. Und sie bedeuten den ungläubigen Eroberern nichts, die unser Land auf der Suche nach Gold und Ruhm plündern. Also sage ich genug. Ich habe mich einer anderen Sache verpflichtet. Einer, die uns eine neue Welt bescheren wird, in der alle Völker Seite an Seite nebeneinander leben, in Frieden. Schade, dass es keiner von euch erlebt. Oh. Ich wusste es doch. Hat das vergiftet. Ja, aber es hat ja nicht jeder von getrunken und für den Rest hat er dann halt die Wachen. So, er hat uns gesagt, wir können das hier erklimmen. Tötet jeden, der zu entkommen sucht. Ach du Scheiße. Ungläubiger, hier wirst du sterben. So, schnell rauf da. Genau. Ah, sehr gut. Den erledigt. Jetzt müssen wir schnell die natürlich platt machen hier, McFetti. Warum denkt ihr nicht auf? Steht mir bei! Jetzt Ah, wie er rennt, wie er schreit. Ach, wie ich es genieße. Bewegung!
Bewegung, ihr Narren, Bewegung! Ah, da haben wir ihn, ja. Er war halt zu langsam, ne? Ruht in Frieden. Oh. Ihre Worte können nun keinen Schaden mehr haben. Mal gucken, was er glaubt, was richtig ist. Ihr nahmt Geld von jenen, die ihr angeblich führt. Gabt es für einen unbekannten Zweck. Ich möchte wissen, wohin es ging und warum. Seht mich an. Meine Existenz ist eine Beleidigung für mein Volk. Und diese edlen Gewänder vermögen ihre Schmährufe kaum zu dämpfen. Also geht es euch um Rache? Nein, nicht um Rache. Um mein Gewissen. Wie könnte ich einen Krieg im Namen des Gottes finanzieren, der mich eine Abscheulichkeit schimpft? Wenn ihr nicht Salah al-Din dient, wem dann? Ihr werdet es rechtzeitig erfahren. Vielleicht wisst ihr es auch bereits. Warum versteckt ihr euch? Wozu diese Gräuel? Ja, richtig. Sind sie so verschieden von dem, was ihr tut? Boah. Ihr nehmt die Leben von Männern und Frauen, überzeugt, dass ihr Tod den Massen derer dient, die überleben. Ein kleines Übel für das große Gute? Wir ähneln uns sehr. Nein, wir ähneln uns nicht. Aber ich sehe es in euren Augen. Ihr zweifelt. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Uh-oh. Wir werden die neue Welt erschaffen. Das gefällt mir irgendwie nicht so, ne? Achso, halt, ich muss da noch wegrennen. Ich wollte gerade schon sagen, so, was ist jetzt los? Aber ich muss ja entkommen. So, und schnell mal ruff. Oh, verdammt, 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 wir waren schon fast entkommen. Oh, puh. Ich hoffe, das hilft. Ich habe noch nie versucht, auf diese Art und Weise zu entkommen. Denn letztendlich rennen jetzt gerade alle mir vorbei. Aber es hat funktioniert. Okay. Ha, ist ja interessant. Tja, und genauso interessant wird es garantiert beim nächsten Mal weitergehen, wenn es da wieder heißt, ich und meine Kutte, welches Waschmittel hilft besser? In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr.